Herzlich willkommen bei Unkraus. Ich freue mich, euch heute unsere Innovation im Rahmen der DGNB Sustainability Challenge vorzustellen. Als Generalunternehmer sind wir von der Planung über die technische Gebäudeausstattung bis hin zur Fertigstellung des Gebäudes in die Projekte involviert. Und wir stehen vor einer großen Herausforderung, denn der Gebäudebestand soll bis 2045 klimaneutral werden. Das heißt, uns erwartet eine große Sanierungswelle. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen unsere Gebäude nicht nur energieeffizient, sondern auch ressourceneffizient werden. Und genau damit knüpfen wir an bei Mesh Climate. Mit Mesh Climate haben wir eine ultradünne Decken- und Fußbodenheizung und Kühlung mit hoher Flexibilität und einer Aufbauhöhe von 4 mm entwickelt. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung herkömmlicher Flächenheiz- und Kühlsystemen mit einem gänzlich neuen Systemaufbau. Dazu haben wir gemeinsam mit der Gubesch Group und der VHT, der Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau, eine innovative Struktur entwickelt, die trotz geringer Aufbauhöhe den bauphysikalischen Anforderungen entspricht und sehr gute thermodynamische Eigenschaften für eine effiziente Wärmeübertragung besitzt. Die Wabenstruktur von Mesh Climate bietet ohne Wärmeverteilschicht eine vollständige Heiz- und Kühlleistung in allen Einbausituationen, ob Decke, Wand oder Boden. Dadurch ist es möglich, den Energieverbrauch signifikant zu reduzieren. Das Flächenheizungs- und Kühlsystem kann direkt auf den Estrich verlegt werden und eignet sich damit ideal für die Nachrüstung in Bestandsgebäuden. Das Material der Module besteht aus einem Kunststoff ohne Verbundmittel. Der Ansatz der Recycelbarkeit und die Rückführbarkeit in den Kreislauf stand stets im Fokus unseres Forschungsprojekts. Mit Mesh Climate gehen wir damit einen entscheidenden Schritt in die Ressourcenwende. Denn durch die Anforderungen der EU-Taxonomie durchlebt der Gebäudesektor eine entscheidende Transformation. Mit Mesh Climate legen wir einen wichtigen Grundstein auf dem Weg zum Übergang in die Kreislauffähigkeit. Stimmt für mehr Zirkularität. Stimmt für die Wärme- und Ressourcenwende. Stimmt für Mesh Climate.